Recht herzlich willkommen zur 36. Folge von Simotrans. 36, nein, falsch, 96 ist es. Und ja, wir haben lauter letztes Mal noch einen Stadtbus hinzugefügt, das ist schon geklärt. Dann gucken wir mal wieder in unsere Liste, denke ich, rein. Fahrzeuge hier gewinnen und nehmen uns den Bus mal vor. Hadexen, okay. Ja, Hadexen, das hatten wir irgendwie, da war das ja auch, dass die jetzt nicht mehr, sag schon, da unten langfahren. Die werden jetzt durch den Bus bedienen, ne? Und deswegen ist das hier auch mit der Straßenbahn so wie soll man sagen, schlecht geworden, ne? Makaber, kann man makaber sagen, ja. Ja, die fahren da halt jetzt nicht mehr so viel hin und her, so viele Leute. Ein bisschen doof, aber ist halt so, ne? Gut. Hier wird es ein bisschen größer, wächst, ist aber noch alles abgedeckt. Hatten wir das letzte Mal eigentlich geguckt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, auch das haben wir gemacht, ne? Könntest du ja nochmal machen, ist ja nicht schlimm. Städte wachsen ja immer, ne? Ja. Da wird es nicht viel größer, Waldeck. Waldeck hat da eine Straße gebaut und da und da und da. Okay, die werden, das wird nicht lange dauern, dann wird da irgendwo was nebengebaut werden. Dann gehen wir nach Floto. Floto ist auch kurz davor. Ist aber alles noch drinne. Sonderhausen. Passt noch. Lauter. Waren wir, ne? Kennen wir schon. Alles im grünen Bereich. Döbeln. Ist abgedeckt. Adolf Zell. Möchte hier sich erweitern, sieht man schon. Aber läuft erstmal noch alles, ne? Dann haben wir noch Adenau. Da war das. Ja, da könnte bald hier was passieren, vielleicht. Also mal gucken, ne? Wächst aber auch gut. So, und da oben hatten wir, ne, Hadexen und so. Was ist das jetzt hier? Gehen wir mal hin. Ach so, das ist die Wechselhaltestelle wahrscheinlich von den Bussen, ne? Ah, da haben wir aber auch, das ist jetzt lauter, ne? Da wird ja auch was gemacht, ne? Oh, da steckt einer fest. Da müssen wir gucken, was da Sache ist. Ja, warum stecken die fest wieder? Es klappt wieder hier mit dem Fahren nicht. Und es sind wieder die gleichen Züge wie immer wahrscheinlich, ne? Boah. Warum hält der auf dem Gleis an? Komisch. Bahnhof Südost halt, ja. Ich kann es nur so ändern jetzt gerade. Fahr mal raus. Guck mal, dass du woanders hinkommst. Irgendwie passt das gerade schlecht. So, jetzt fährt er nämlich dann da durch ohne Probleme, ne? Jetzt wartet er nur, dass Strecke frei wird, glaube ich. Ja, sieht genauso aus. Und das funktioniert bald wieder nicht, wenn der andere da ist, ne? Der fährt jetzt auch. Und eine große Schlange dahinter. Was willst du da machen, das ist die Frage. Wir haben schon so viel gemacht und eigentlich sollte das auch klappen, weil hier auch das passende Signal eigentlich ist, ne? Auswahlsignal. Warum machen die das nicht? Steht sogar Auswahlsignal Ende, da ist auch eins. Warum wollen die unbedingt da durchfahren? Weiß kein Mensch, ne? Hier oben wird auch nicht geladen, oder wie sehe ich das? Kommen da noch Fahrzeuge, oder ist das voll? Wahrscheinlich voll, ne? Die stehen jetzt hier und warten und dürfen blockiert, oder voll? Ja, die anderen sind ja alle gleich, ne? Wird wahrscheinlich unten der Abnehmer voll sein, ne? Dann mussten wir hier lang.
Und hier lang, ne? Und die haben genug Weizen und Gerste. Vor allem Gerste, ne? Weizen wird wahrscheinlich sogar noch gefahren werden, ne? Das ist nämlich wieder so ein Ding dann. Aber da sie beides machen, funktioniert es dann nicht. Wenn ich mir das jetzt angucke, dann sehe ich, dass da die letzten zwei Wagen voll sind und die sind hier nicht drinne. Passt nicht, ne? Die werden gar nicht entladen. Super, oder? Gut, dann machen wir das mal so, dass wir hier was umbauen. Müssen wir wohl machen, ne? Was haben wir hier? Eine Hochbahn, ne, die wollen wir ja nicht. Machen wir hier. Und dann machen wir altes Vorsignal. Auswahlsignal. So, passt, ne? Und dann kann der Rest da weg. Und da machen wir den weg und dann Bahnsteig hin, ne? Könnte man natürlich auch ein bisschen besseren bauen, aber nehmen wir jetzt erst noch den. So läuft's, oder? Der ist fertig. Wahrscheinlich können wir so gerade rüberfahren und kommen wir dann auch so. Nein, noch nicht mal. Das ist sogar noch weiter nördlich. Okay. Okay, jetzt ist hier ein anderer Zug drin stehen, ne? Wann kommen die Ölwagen vorbei? Schon durch oder sind die noch da unten irgendwo? Weiß gar nicht. Die fahren hier hin, ne, oder? Sonst sind die noch gar nicht durch. Hier sind sie. Verfolgen. Mal gucken, wie sie auf dem Rückweg dann da wieder stehen bleiben, wahrscheinlich, ne? Können wir mal schneller machen. So, abgeladen und dann. Na, klappt das? Diesmal klappt das wahrscheinlich, weil der in anderen Dingens drin steht, ne? Aber er hier wartet schon dahinter. Seht ihr das? Ja, das funktioniert andersrum jetzt wieder nicht. Das kann so nie sein. Oder fährt er jetzt hier rüber? Mal gucken. Ja, das ist echt doof. Also mit dem Zug kann man nur Probleme hier drin. Ist ja irgendwo zu erkennen, dass man da was anderes machen kann? Auch nicht wirklich, ne? Also der müssten wir irgendwo anders parken dann. Das ist also dieser Bahnhof hier. Ich bin echt am Überlegen, dass wir da nicht für den Sonder. Zug da machen. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Gleise raus. 1, 2. Jetzt müssen wir mal gerade raus. 1, 2. Oder kommen wir. Nee, können wir nicht so machen, ne? Warte mal, dann machen wir das so. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann Bahnsteig bauen. Da ein und dann da ein. Dann passt das. Und dann nochmal da rein. Linie ändern. Und das ist hier der da oben, ne? Den halt einfügen. Dann löschen wir den erst gerade raus. Und den setzen wir gerade noch auf 100%. Und dann läuft's.
Gut. Dann wählen wir den noch geradeaus. Und der darf jetzt da rausfahren und woanders reinfahren. Fährt er jetzt? Oder fährt er nicht? Der fährt nicht. War es zu kurzfristig? Oder ach so, wir haben das, glaube ich, geändert, als er noch nicht fahren durfte, ne? Jetzt darf er fahren. So, wenn wir Glück haben, fährt er da noch rein. Macht er auch. So, jetzt haben wir den aus dem Weg geräumt. Jetzt steht wahrscheinlich aber ein anderer dann da drin, ne? Gucken wir mal, ne? Wie, jetzt ist das hier nicht richtig? Oh, du glaubst es doch nicht, oder? Das ist nicht wahr. Ist jetzt aber auch egal. Machen wir noch ein Gleis mehr dahin, dass das auf jeden Fall klappt. Und Bahn steigt dazu. Nächstes Mal kann er dann bis zum Ende vorfahren. Ja, jetzt steht hier der nächste Kohlezug da drin, ne? Und der wird weiter nicht fahren. Und dann kommt wieder einer und schafft es dann auch nicht. Obwohl dieser hier es jetzt geschafft hat, wie man sieht, ne? Ist nicht fassbar, oder? Oh, guck, jetzt ist der doch durchgefahren. Okay, die werden da definitiv noch alle beladen. Gucken wir noch im Ölzug. Ah, guck mal, jetzt fährt auch wieder der Getreidezug. Der ist durch. Oh, guck mal, der ist jetzt auch voll geworden. Sehr interessant. Der ist überfüllt mit den Passagieren immer noch. Okay, jetzt fährt er interessanterweise auch mal da rein. Okay. Versteht jetzt keiner, aber ist okay. Die Ölzüge kommen nicht wieder, oder? Die stehen irgendwo anders im Stau. Na, dann müssen wir mal gucken. Oder sind sie jetzt so weit, dass sie nichts mehr bringen, weil genug geliefert ist? Ja, wird wohl so sein, ne? Die stehen nämlich hier jetzt drin. Alles klar. Hat sich das auch erledigt. Ja, gut. Dann wollen wir da erstmal nicht gucken. Staus wird es dann irgendwann wieder geben, aber ich glaube, wir haben jetzt hier dadurch, dass wir ein Gleis mehr haben, auch ein bisschen entspannt, ne? Jetzt muss man nur gucken, dass man hier das noch ein bisschen gestaltet, dann hier so reinfährt, ne? Könnte man insgesamt vielleicht sogar so machen, dass man dann hier Durchgangsverkehr hat, ohne Gleise, ohne Dingens, sag schon. Also, was machen wir jetzt gerade? Machen wir noch einen mehr. So, dann müssen wir da einen Bahnsteig wegmachen. Machen wir den dann noch mal hin. So. Und dann zaubern wir den da wieder hin. Den auch. Passt. Und dann klauen wir den da erstmal raus. Und den machen wir auch weg, wenn es geht. Geht sogar. Gut. Ich weiß jetzt nicht, ob der noch geladen wird oder nicht. Deswegen schicken wir den jetzt besser gleich einmal weg. Lass den einmal fahren, egal ob voll oder nicht. Dann sucht er sich demnächst auch einen anderen Bahnhof, oder? Mal schneller laufen, um zu gucken, wer hier wohin fährt. Fahren die natürlich nicht gerade durch, sondern Hammer, oder? Funktioniert aber insgesamt wohl. Jetzt ist der Zug da unten auch richtig, komischerweise. Versteht auch wieder keiner, ne? Gut, okay. Hier in Lauter ist noch voll. Ja, das wird es aber weniger. Der Busse, die wir dann eingesetzt haben, der fährt da mehr weg. Das passt schon. Das wird demnächst auch ganz weg sein, denke ich dann. Okay, aber ich würde erst sagen, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.